Komm raus. Das waren alle, oder? Wasserwerkbesichtigung, das war da so warm drin. Ein Freund hat einen Schwächeanfall, okay. Okay, irgendwas lauter und wahrscheinlich wieder ein paar Viecher, die sich tarnen können. Oh, wir sind hinter der anderen Mauer. Das kann auch sein. Flugstabilisator, schön. Kommt das hier hoch? Erledigt. Schwitzen ist ja gesund. Ich brauche mein Scharfschützengewehr. Erledigt. Nee, da sind noch drei. Ich glaube mal, Kriecher sind das, okay. Ach, Kriecher sind doch lächerlich. Lächerlich, ich breche mich weg. So, das scheint mir ein Eingang da vorne zu sein, oder? Oh, sind wir jetzt in eine weitere Sackgasse geraten? Nein, ein Eingang. Instand gesetzte Komponenten, wäre das gering? Egal, nehmen wir trotzdem mit. Sag mir nicht, das war's hier. Pathfinder, ich habe kurzzeitig einen schwachen Energieimpuls geortet. Jetzt ist er weg. Vielleicht sollten wir später zurückkommen. Da ist auf jeden Fall was. Wo auch immer diese Luke hinführen mag. Das heißt, ich bin vom Timing her jetzt zu früh hier, oder was? Ist doch kacke.
Wir schauen mal kurz in unser Logbuch rein. Priorisierte Operation, die Jagd auf den Archer. Nach Kadaraport im Kovacom-System reisen. Okay, was heißt, Mutanz sind in unserer Nebenquest drin. Mit Cora müssten wir noch nach Eos reisen, um mit Hydaria zu sprechen. Pibi möchte die Realtek von der Reliktstätte auf Vault beschaffen. Nach Erinnerungsauslösung suchen, die Sam's Matrix freischalten. Stimmt, hier waren noch Erinnerungsfragmente zu finden. Wir sind jetzt gerade hier. Da kommen wir irgendwann rüber. Noch nicht. Weißt du was? Komm, zurück zur Tempest. Zurück an Bord. Wir verlassen jetzt Tabal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Eine halbe Stunde. Schön. Sounds like fun. John hat gesagt, er würde sie gerne sehen. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Crew-Talk hier mit allen. Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Je mehr Sie und der Rest des Teams über sie herausfinden können, desto besser stehen unsere Chancen. Wir arbeiten bereits daran, Pathfinder. Okay. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Na, streitest du dich wieder mit jemandem? Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Carlo. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Der Kerl, unmöglich. So, PB ist hier nicht drin. Im Airlock genauso wenig. Dann mal runter. Das ist meine Kajüte. Könnte man mal ein paar E-Mails checken. Sonderlieferungslager. Oh, da gab es ein paar neue Sachen für mich. Gesichtsrekonstruktion von Lexi. Ryder, ich habe meine Analyse der Verletzungen abgeschlossen, die Sie bei dem Sturz bei beiden Stürzen auf Habitat 7 erlitten haben. Einschließlich der Schäden im Gesicht, als Ihr Helm zersprungen ist. Die Haare sind unter der Oberfläche verheilen gut. Falls Sie den Heilungsprozess verfolgen, finden Sie in der Krankenstation der Tempest eine Anlage zur Gesichtsrekonstruktion. Die Erkundung unwirtlicher Gebiete fordert bisweilen Ihren Tribut. Die Anlage kann allen gewünschten Änderungen in Ihrem Aussehen rasch und sicher durchführen. Keller behauptet, Sie würden mit antiquierten Xenern laufen, aber das ist bestimmt nur einer seiner Witze. Hallo Ryder. Die Erkundung der Aufstiegseinrichtung lässt mich an ein salarianisches Zitat denken. Wir haben verzweifelte Seelen zu Waffen erhoben und wissen nicht, was wir zerstört haben.
Das ist eine gute Beschreibung des Aufstiegs. Ich habe mich verändert, seit wir verbunden sind, bin aber noch ich selbst. Der Aufstieg überschreibt die Persönlichkeit. Er zerstört sie. Mir war schon vorher klar, dass eine derartige Zerstörung falsch ist. Durch sie weiß ich jetzt, warum sie verabscheuungswürdig ist. Okay. Danke, Sam. Das genügt. Habe ich jetzt neue Klamotten bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe? Ein Hoodie? Yeah, ich habe ein Hoodie. Der total scheiße aussieht. Oh ja, so laufen wir jetzt rum. Das ist cool. Oh, ist das doof. Das ist richtig schön blöd. Ach ja? Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Das Kur-Infobord, mentale Gesundheit. Na, Stress und so interessiert mich nicht. Ist eine normale Unterhaltung. Hey, Liam. Pathfinder! Hey, können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Joel daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich gehe gerade die Daten aus der CAD-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind Sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. Okay. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gesichtsrekonstruktionsanlage. Heißt, wir können unser Aussehen nochmal neu bearbeiten? Ah, herrlich. Nehmen wir das mal. Die Gesichtsbehaarung. Oh,
Oh, lass mal den Bart lassen wir mal. Augenfarbe ist eine Mischung zwischen Grün und Braun. Ich habe gar keine Narben. Ich bin total cool, aber wir gehen in die Tätowierung. So. Das ist unser neuer Charakter. Auch schön, dass man einfach mal während des Spiels dann das komplette Aussehen ändern kann. Mr. Cool is on the way. Also, Kello, wer ist diese Frau, mit der ich sie ständig auf der Nexus sehe? Was? Wer? Wir sind immer knapp an Credit, wenn wir zurückkommen. Ist sie der Grund dafür? Es ist einer. Dieses Gewölbe auf Aya war so wunderschön, so lebendig. Und Meridian könnte der Schlüssel zu den anderen sein. Kein Wunder, dass der Archon es unter seine Kontrolle bringen will. Wie alles andere in Helios. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Jetzt sind wir ein richtiger Poser. So, dann reden wir mit Drax noch. Pathfinder! Wir können uns später weiter unterhalten. Da ist auch keine Sprachoption mehr. Aber das muss man halt jedes Mal ein bisschen durchgehen, falls sie mal irgendwie neue Sachen zu erzählen haben. Hey, Ryder, was gibt's? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Ja. Jederzeit wieder. Träumchen. So, dann gehen wir jetzt mal da oben lang. Ach ja? Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Das hier ist ein... Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst. Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Natürlich. So, PB. Hi, was liegt an? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Ja gut, dann du auch nicht. Aber Jarl, mit der will doch mit uns reden. Deswegen hier rein. Sie haben also Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Ja, aber zu welchem Preis? Sie meinen die Roker. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie hassen alle Aliens. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein.
Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Axul wurde von den Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Das erklärt seinen Hass auf Aliens. Ja, er hat viel durchlitten. Als Axul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Axul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Ephra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Axul. Ich bewundere ihren Mut, aber Axul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Ephras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die dem Cat gemeinsam mit Axul entkommen ist. Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Okay. Ach ja? Wann hatten Sie... So, 245, 1145. Uns fehlen die Universalgehbehälter dafür. Ansonsten ist alles vorhanden. So, dann stellen wir mal Liams Panzerungsanforderung her. Haben wir ein paar Punkte übrig? Nein, keine Kryokapselpunkte. Sehr schön, Mission war erfolgreich. Nein, das hier ist Ihr Versuch, mich zu durchschauen, meine Fehler einzuschätzen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ist das mit den Pilzen waren. Mit Lee müssen wir noch reden. Genau, bei zusätzlichen Aufgaben war das, glaube ich. Genau. Atrin der Hyperion. Okay, das muss ich in der Hyperion machen. Geht klar. Aber erstmal muss ich jetzt nochmal zu Liam. Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madarath, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Uniformen, aber das ist doch ein bisschen sehr leger.
Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerung. Kann's losgehen? Ja. Okay, was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein. Warum nicht? Aus religiösen Moment Gründen? Moment mal. Aus persönlichen was? Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige von ihnen klingen gleich. Wow, wow, wow. Ich dachte, es geht hier um Panzerung. Versuchen Sie absichtlich, Jaul zu beleidigen? Natürlich tut er das. Genau darum geht es doch. Darum, die Dinge zu fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Panzerung für Antworten. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust mehr, von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Jaul wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale, also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Okay. Ich verstehe die Absicht. Und niemand wurde verletzt? Wenn Jaul beleidigt wäre, lege ich jetzt auf den Boden und es wäre okay. So weiß ich, woran ich bin. Wir haben noch viel zu lernen und das ist Teil der Aufgabe unseres Teams. Also, besser wir lernen es jetzt, als wenn Leben auf dem Spiel stehen. Gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so dumm. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder weiterfliegen. Moment, Lexi. Ihr Vater war Turianer? Das erklärt vieles. Was soll das denn heißen? Jetzt geht's los. Sie wissen schon, warum Sie so verkrampft sind. Ich bin nicht verkrampft. Was kann ich für Sie tun? Nichts. Kommen Sie und Gil? Er ist stur. Dabei will ich nur, dass er das Schiff... So, na gut, dann heißt es nun wieder... Auf in den Orbit. So, wir haben einige Ziele noch offen. Wir können die Jagd auf den Archon Kadara, das ist die Hauptmission. Wir könnten aber zur Nexus, zur Hyperion erstmal zurück. Hier gibt es auch noch ein paar Ausrufezeichen für uns. Na komm, wir fliegen nach G-Radar. Die ist auch komplett neu, das ist das kleine System, das werden wir jetzt erstmal erforschen. Ein einsames System, fast verloren in der Geißel. Was sollte hier draußen sonst verloren sein? Anomalie geortet. Oh, Anomalie. Da unten. Sonde unterwegs. Orte die Überreste eines Schiffes. Okay. Es gab ein paar Klamotten. Nun fangen wir an, das System ein bisschen zu scannen. Wir fangen ganz außen an mit Kadandar Vorni.